Was thinking about swapping some chrome. Got any new toys? Have a look. Ja, und herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Wie schon mal angesprochen, würde ich gerne mal so ein Ding ausprobieren, um mit Tech-Waffen schießen zu können. Allerdings weiß ich leider nicht, wo ich das schauen müsste. Tetradronic Ripple MK2 16, 6 und 5, 6. Okay, da sieht nichts besser aus. Frontalkortex. Abklingzeit für Cyberware. Bonusschaden Stealth-Modus im Nahkampf. Kritische Trefferchance mit Quick Hacks. Regeneration Speicherpunkte. 5000. Ermögliche kritische Treffer für deine Quick Hacks. 20%. Ich will ja eigentlich auch ein bisschen mehr auf Quick Hacks gehen, aber das kostet 7000. Ach komm, why not? Bin arm, gibt's nix. Kiroshi Optik Sentry, Kategorie 2. Stalker. Hebt Gegner in Deckung hervor. Hebt Sprengkörper und Fallen hervor. Sechsfacher Zoom, sechsfacher Zoom. Kameras und Geschütztürme hervor, im Umkreis von 20 Metern. Lassen wir erstmal. Titaniumknochen könnten wir aufwerten. 16 Rüstung. Mache ich einfach mal. Okay, könnten wir nochmals aufwerten. Und sogar nochmals. Aber das reicht erstmal. Erhöht die Chance auf Querschläge mit Powerwaffen. 2 plus 2. Mache ich doch auch mal einmal mindestens. Tyrosin-Injektor, Kategorie 1. Takedowns verleihen 15 Sekunden lang 10% mehr Schaden mit Kopfschüssen. Kategorie 2. So. Aber kann ich dem auch Dinge verkaufen oder nicht? Subdermale Panzerung. Kategorie 2, Kategorie 2. Beine, leisere Bewegung, Bewegungstempo. Sprünge aufzuladen, Sprunggelenke, Jenkins Sehnen. Okay, handeln. Erstmal Junk verkaufen. Audioschock. Kann man die Dinge gar nicht verkaufen, die man hier kauft? Ich check das irgendwie immer noch nicht ganz, glaube ich.
Warte nochmal. Okay, den könnte ich auch upgraden, aber was würde es bringen? Sieben Speicherpunkte und sechs. Okay, mach ich mal. Da die Quick Hack Slots. Kurzschluss. Optik Neustart. No. Ich glaube, man kann die ja irgendwie anordnen. Prozent Schockschaden. Optik Neustart ist auch immer gut. Überhitzen, Verseuchung, anhaltenden Giftschaden. Das hört sich auch interessant an, könnten wir mal austesten. Kurzschluss, 78 Schockschaden. Simuliert einen Hilferuf. Achso, wir haben hier irgendwie zwei. Ping braucht man sowieso eigentlich. Überhitzen. Verstärkung rufen. Ping. Audioschock. Mach das Ziel Taubenfinger damit, diesen Fähigkeit dich zu entdecken. Mach den Gegner bewegungsunfähig. Okay, ich würde jetzt nochmal Verseuchung versuchen und was war's? Ping. Erstmal das mitnehmen. Und die anderen Dinge verkaufe ich mal. So. Vielen Dank. Ich gehe dann wieder. Hier oben gibt es auch noch irgendwo gerade in... Okay, da waren wir schon mal oben. Graffiti, wie es aussieht. Also eine Tarotkarte. Keine Angst, wir machen gleich weiter. Und machen was Sinnvolles. Wie erwähnt, würde ich eigentlich mal schauen gehen auf dem Schrottplatz, irgendwo auf der Müllhalde draußen, ob man die Leiche von Dex finden könnte. Die Welt. Die Welt liegt am Ende der langen, verworrenen Reise des Narren. Der Narr, jetzt weiser und erschöpfter als zu Beginn der Reise, steht nun vor einem Moment der Abrechnung. Manche von uns akzeptieren, wohin unser Weg uns geführt hat, während andere sich einer neuen Herausforderung stellen. Nur eins ist sicher, in dieser Welt, man kann nicht alles haben. Okay, vielen Dank. Dafür bin ich jetzt ab. Hier nach oben gekommen. Wow. Dann wieder ab zur Seitenstraße. How's it going, Misty? You all right? I think so. Not easy, you know. Putting my life back together. Without him. And you? I mean, you too? Ja, kann ich verstehen. Johnny. Driving me out of my goddamn mind. Not enough he's whacked wants me to be too. Sorry to hear that. Hope you two can still figure it out.
Ja, da bin ich mir nicht so sicher. How's it going with Mama Wells? Pretty good. Maybe too good. How's that? After we said goodbye to Jackie, she invited me over. We talked for a while. Now, not a day goes by when she doesn't call. Ask how it's going. Tells me about herself, Jackie, everything. Sometimes for hours. Sent me a roast the other day. You believe that? Apparently I'm too skinny. She knows I don't eat meat. V, I'm afraid she's trying to, I don't know, adopt me somehow. Ja, vielleicht. Yeah, that's rough. But who knows? Maybe it'll pass. I sure hope so. Don't have anything against her, it's just... I think Miss Wells is using me to avoid thinking about her son's death. With a new surrogate daughter. Exactly. Ja, gut. Wanna read my tarot? Sure thing. The Chariot. You're ready for change. Ready to seek the truth about yourself. And to help, you'll have... someone from your family? Mm-hmm. The Sun reversed. You'll meet some obstacles, but they will be temporary. So long as you follow your own judgment. Stick to your chosen path. Okay, wird gemacht. Strength. Strength of will, discipline, and courage will always be rewarded. But not necessarily at your destination, as the reversed magician shows. Perhaps the path itself is what's important, and will help you overcome your fear? Okay. Wanna read my tarot? No. Sure thing. No. No. Just. Sorry dafür. Ich wollte gerade aufstehen drücken und dann ging das los. So. Danke. Bis ein anderes Mal, Misty. Hat mich gefreut. Checking them out? So, dann lass mal sehen. Ghost Town Afterlife. Rückholaktion. Okay. Irgendwo draußen auf einer Müllhalde. Ich aktiviere da mal alles. Unentdeckt. NCPT. Tarotkarte. Reyes. Ja gut, wahrscheinlich wird es nicht angezeigt werden. Unentdeckt. Da draußen waren wir halt noch gar nicht. Wie könnte man diese Richtung fahren? Ich glaube, irgendwo hier bei dieser Straße sind wir runtergefahren. Dann müsste es wahrscheinlich irgendwie hier... oder hier hinten sein. Ich würde mal nach da oben fahren. Ja. Machen wir das doch mal. In der Hoffnung, dass wir die Leiche finden. Was sie überhaupt tot ist und es sie überhaupt gibt. Gut, ich laufe gerade ein bisschen falsch. Aber es sollte, glaube ich, schon irgendwie gehen. Hoffentlich. 4,2 Kilometer. Vielleicht nutze ich auch mal eine Schnellreise.
Obwohl wir natürlich auf dem Weg dahin eigentlich viele Sachen vielleicht erledigen können. Und die Stadt ein bisschen... anschauen können. Was ist eigentlich mit unserem Auto passiert? Das wir beim Überfall gebraucht haben. Autoradio könnte ich mal ein bisschen lauter machen. Warte. Mache ich gerade mal kurz. Ist ein bisschen leise, finde ich. So. Shit. Loud and clear. Don't need to yell. What's up? Doing a little competition. Shooting. Prizes and all. You know, over here with the range. Uh-huh. That'd make sense. Well, you in? Sure. I'm in. When? Well, right now. Sehr gut. 1,2 Kilometer. Ich lasse das mal. Vielleicht können wir es ja auch noch später machen. Ich lasse mich sonst zu viel. Ablenken. Okay, eine muss ich wahrscheinlich noch rausnehmen. Die kommt hier mit dem Laden gar nicht hinterher. Und irgendwie auch die Reshade-Mod ist nicht ganz so performant, wie ich dachte. Aber gut zu wissen. Mal kurz. Growl FM. Mal einen von den neuen Radiosendern austesten. Ja, das Spiel kommt gar nicht hinterher mit dem Laden. Hört sich nice an. Shit. Das war falsch. Hier sind wir zumindest schon mal richtig auf dem Weg mit diesen Müllhalden. My name is Dakota Smith. If you're looking for jobs out here, you will find them with me. Name's V. Thanks for the intel. Things flow differently out here. Keep your head on, city kid. Okay, dieser Weg war's nicht. Fuck. Well, excuse me. Well, excuse me. Hey. Thank you.
Okay, wait. Können wir uns da einmischen? Fuck. Wer sind die Leute? Militech. Surrender! Die Waffe ist scheiße. So, das war's. Die Waffe muss ich sofort wegtun, die ist scheiße. Die schießt nur so 5 Schüsse, 5 Schüsse, 5 Schüsse. Nicht nice. Dann lieber irgendwie so ein Sturmgewehr hier. Okay, hätten wir vielleicht hier irgendwas finden können im Auto drin? Vielleicht, aber dafür war ich jetzt zu spät. Schade dafür. Ein archiviertes Gespräch von Nazim Perlmann und Tucker Albach. Ja, zu Diensten. Ich habe gehört, ich kann auf Sie zählen, dass Sie zuverlässig sind. Ich war nicht in dieser Position, wenn dem nicht so wäre. Gut, ich mag Sie. Kümmern Sie sich um mein Auto. Inwiefern? Es muss verschwinden, spurlos. Es muss absolut unidentifizierbar sein. Verstehen wir uns? Natürlich. Ich bin in einer Stunde dort. Halbe Stunde. Selbstverständlich. Jetzt mag ich sie noch mehr. Okay. Was hat's mit diesem Auto denn auf sich? Wenn das spurlos verschwinden soll. Vielleicht war ich jetzt leider wirklich zu spät und hätte irgendwas Spannendes finden können im Auto drin. Sehr schön. Naja. Da gibt's noch eine Kiste. Ein archivierendes Gespräch. Nazim Perlmann. Ich habe Anweisungen von Albach, ihr Auto zu zerstören. Sie muss jemanden angefahren haben und versucht jetzt das zu vertuschen. Was soll ich tun? Fragst du mich als deinen Vorgesetzten bei Militech oder als dein Freund? Beides, würde ich sagen. Also, dein Vorgesetzter, sage ich, befolge die Anweisungen von Mrs. Tucker. Albach, als dein Freund, sage ich, mach Fotos, sammle Beweise und zerstöre das Auto danach. Man weiß nie, wann man ein Druckmittel gegen Tucker Albach gebrauchen könnte. Danke. Werde ich ein Splitter Solo? Okay. Doof. Da war ich wirklich zu langsam. Wille Ford Columbus V340F Freight. Hinterradantrieb zerstört. Der Columbus ist das neueste, billigste und beliebteste Modell der Wille Ford Reihe. Sowohl bei Transportunternehmen als auch bei Großfamilien äußerst verbreitet. Ja, da findet man wahrscheinlich jetzt nichts mehr.
Schade. Schade, schade. Hätte man bestimmt was rauskriegen können. Naja. Ich würde sagen, das war's wieder mit Cyberpunk 2077 von dieser Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. I got you. In 2077, they voted my city the worst place to live in America. Main issues? Sky-high rate of violence, and more people living below the poverty line than anywhere else. Welcome to the next generation of open-world adventure. Immerse yourself in Cyberpunk 2077. Samurai, we have a city to burn.